Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dragon Age Inquisition. Ihr seht, wir sind Es im gibt nichts Lager. zu berichten, Sir. Ja, da gibt es vielleicht nichts zu berichten. Aber wir sind im Lager, weil wir Sarah wieder eingepackt haben. Der Solus hat uns ja nach der letzten Folge verlassen, weil er kurz Zeit für sich braucht. Wie soll er sich auch nehmen? Wir nehmen uns jetzt noch Zeit für die erhabenen Ebenen. Und wir haben hier noch ein bisschen was zu tun. Und deswegen markiere ich mir jetzt schon mal den Riss, weil wir jetzt als nächstes zu diesem Riss gehen werden. Und den dann mal schließen werden. Hoffentlich. Ich denke schon. Ich zweifle da gerade nicht so an uns. Aua! Der schubst einfach. Einschneidige Klinge. Hier liegt auch noch was. Das ist nur ein Emblem. In den erhabenen Ebenen ist tatsächlich noch recht viel zu tun. Also es ist ein Gebiet, was doch auch relativ groß ist. Im Vergleich jetzt, was hatten wir denn davor? Westgratte waren auch groß. Die einzigen etwas kleineren Gebiete, die wir hatten, waren ja der Fallbruch und die Sturmküste tatsächlich. Aber alle anderen Gebiete sind ähnlich groß. Die Hinterlande sind riesig, aber das liegt auch daran, dass da sehr viele Quests sind. Hier sind die Gebiete zwar recht groß, aber es gibt, glaube ich, nicht so viele Quests wie in den Hinterlanden. Aber ich mag die Hinterlande sehr. Also mich hat das nie davon abgehalten, dieses Spiel zu spielen. Ich habe gerade noch mal so ein bisschen... Ja, aktuell habe ich relativ viel über Berichte über BioWare gesehen. Und da wurde wohl in den Reviews gesagt, dass die Gebiete einfach recht groß sind. Huch, hier liegt noch was zum Lesen. Und nicht viel Inhalt haben. Aber das hat mich zum Beispiel an den Hinterlanden nie gestört. Da war ja sehr, sehr viel Inhalt. Und ich finde es hier auch nicht schlimm. Fenharel, der Schreckenswolf auf jeden Fall. Der Elfen. Der die Götter, glaube ich, getäuscht hat. Nee, auf jeden Fall. Also mich hat sowas nicht gestört. Für mich ist Dragon Age ein Spiel mit den besten Rollenspielmechaniken. Für mich. Ne? Ich will nicht sagen allgemeingültig, sondern für mich nur. Und ich liebe so, ich liebe Sammelquests, ich liebe offene Gebiete. Ich mag sowas. Ich habe Bock, mich mit einem Gebiet lange zu beschäftigen, es zu erkunden, bis ich jeden Grashalm kenne. Und bin damit dann halt auch gut beschäftigt. Also für mich muss es dann nicht sein, dass viel Action dort ist. Wen bannen wir denn nach dem Banden? Ach, können wir nicht, dann machen wir halt was. Oh, das war der Ring. Egal, den Ring können wir auch nutzen. Macht mehr Schaden. So, Riss geschlossen. So habe ich das doch gerne. Plündert wird jetzt auch noch. Kann gerade so, als würde irgendwie mein Handy losgehen, aber kann es gar nicht. Es ist nämlich stumm. Oh, habt ihr euer Handy immer laut auf Vibration oder stumm? Ich bin ein Mensch, der hat sein Handy immer stumm. Weil ich bin oft genug am Handy, dass ich das meiste mitbekomme. Und wenn ich dann halt mal 5 Minuten lang nicht erreichbar bin, bin ich halt 5 Minuten mal nicht erreichbar. Ich rufe dann auch zurück. Oder schreibe zurück. Oder je nachdem, was jetzt jemand von mir wollte. Aber ich habe es halt immer stumm, weil mich ständiges Gebimmel geht mir auf den Keks. Oder Vibrationen. Das mag ich überhaupt nicht. Bin da wirklich sehr strikt, was das angeht. Auch auf dem PC ist eigentlich alles stumm. Da habe ich auch keine Benachrichtigungstöne an. Reicht, wenn es dann aufblinkt, dann sieht man das und dann kümmert sich dann man darum, wenn man das möchte. So. Aber es gibt ja auch Leute, die sagen vielleicht, nee, ich habe es gerne an. Oder ich muss es anhaben wegen Arbeit oder keine Ahnung. Es gibt ja verschiedene Beweggründe. Hier ist was versteckt.
Liebesbrief, Rosen sind rot, Stiefmütterchen nicht. Wie geht es dir so, wenn ich außer Sicht? Liebe Valerie, das habe ich für dich gedichtet. Ich hoffe, es gefällt dir. Ich befinde mich tief im Gebiet des Usurpators, habe mich aber bedeckt gehalten, eines meiner zahlreichen Talente. Es war hart, aber der Gedanke an dich hält mich am Leben. Sobald deine Kaiserin die Oberhand gewinnt, kehre ich zurück. Ich vermisse dich, Albane. Das PS, das Gedicht spielt mit der Verbindung von Blumen und Liebe. Nur zur Information. Haben wir nicht bemerkt. Ja, ist ein Gedicht. Ich glaube, das wäre ein Gedicht, was mich nicht so vom Hocker haut. Ich bin sowieso nicht so der Lyrik-Typ. Also Texte, ja, aber nicht Gedichte. Gedichte, ja. Also nicht, well. Es gibt auch coole Gedichte, aber ich bin nicht so der Typ, der unbedingt in Reim sprechen muss, beziehungsweise Reime lesen muss. Spinnentoten. Erstmal kurz umgucken, bevor wir dort reingehen, wo wir schon den Eingang gesehen haben. Guck mal, das sind 10 Millionen Hallas. Die sind nicht 10 Millionen, es sind 7 oder 8. Aber ich liebe es, zahlenmäßig zu übertreiben, falls ihr das noch nicht bemerkt habt. Ja, ich habe letztens auch gemerkt, dass ich teilweise Sachen, wenn ich schreibe, dramatischer ausdrücke, als ich es meine. Ich war vor ein, zwei Tagen beim Augenarzt. Um einfach nochmal meine Sehschärfe überprüfen zu lassen. Ich war vor 6 Jahren das letzte Mal beim Augenarzt. Und hatte dann, damit man halt die Weitsichtigkeit besser messen kann, habe ich irgendwie Augentropfen bekommen, die die Pupillen erweitern. Und ich habe halt nichts gesehen den Tag danach. Den Rest des Tages. Also nichts, was in der Nähe war. Ne? Auf weite Sicht konnte ich immer noch gucken. Also ich bin auch nach Hause gekommen. Aber halt so, ich konnte nicht mehr auf mein Handy gucken, ich konnte nicht auf den PC gucken. Also alles, was dicht war, habe ich einfach nicht gesehen. Und am nächsten Tag war das so, war die Wirkung noch nicht ganz weg. Und ich war super lichtempfindlich. Also meine Pupillen waren riesengroß noch. Ich habe wieder alles gesehen, also alles scharf gesehen. Aber ich war super lichtempfindlich und ich habe das dann halt meiner Mama geschrieben. Und die war total besorgt und meinte, kannst du überhaupt arbeiten und so. Und da meinte ich so, ja, naja, ja, ich hätte einfach mit Sonnenbrille rausgehen sollen. Das klang wohl sehr dramatisch, wie ich es geschildert hatte. So, Region in der Ebene. Schrein von Syleis. Hallo! Ja, also manchmal neige ich zu sehr dramatischen Aussagen und ich meine sie gar nicht so. Ich war tatsächlich wirklich sehr lichtempfindlich. Also es war bedeckt bei uns. Beziehungsweise die Sonne hat uns ab und zu geschienen, aber es war halt zwischendurch auch bedeckt. Und ich hätte trotz des bedeckten Himmels gerne eine Sonnenbrille gehabt, weil es einfach zu hell war. War super unangenehm. Was zum Lesen? Syleis, die Hüterin des Herdfeuers. Ich glaube, ich habe die Rune schon gehört, ne? Ja, da ist sie. Nehmen. Die Elfenglyphen. Pascal. August ist einem elfischen Geheimnis auf der Spur. Wenn es stimmt, was ich gehört habe, möchte ich nicht, dass dieser Prahlhans es in die Finger bekommt. Er würde noch selbstgefälliger. Er sucht nach Ruinen. Ich kenne mindestens zwei. Die alten Bäder und die in Navuris. Ihr wisst schon, der Met. Macht euch auf den Weg, ich schicke einen Boten, falls ich mehr erfahre. Dühem. Ey, komm, lass dich plündern. Gürtel der Trennung. So, jetzt brauchen wir erstmal unseren guten Dorian. Der hier das Schleierfeuer entzündet. Dann sammeln wir kurz die Rune ein. Alte Elfenglyphen, die offenbarten Symbole, zeigen einen Habicht und einen Hasen, die Sonne jagen. Weiß man nicht, wie der Hase was anstellt? Achso, wir müssen nochmal auf Dorian bleiben. Der muss nämlich hier die Barriere aufmachen.
Okay, da habe ich meinen Ring gezündet. Hier liegt was. Alte Elfenrobe Lindiranias Talisman. Das ist aber ein schwieriger Name. Lindiranias, okay. Und Ring des Zweifels. Ich glaube, das ist die Dame aus dem Elfenlager, die ja ihren Bruder gesucht hat. Das heißt, wir gehen zu den Dalish zurück und hier sind wohl noch Glyphen. Ja, also machen wir uns auf den Weg dorthin. Aber ich will mir hier schnell noch die Ecke angucken. Wir haben sie uns ja schon ein bisschen angeguckt, aber noch mal ein bisschen genauer angucken. Da sind schon wieder... Die armen Hallas, die haben sich da gerade so schön gesammelt. Und dann kommen wieder die Wölfe an und jagen alles quer über die Map. Böse Natur, echt. Böse, böse, böse. Jetzt haben wir die Haller im Visier, das ist auch nicht cool. Wir sollten eher die Wolfis hier im Visier haben. Kriege ich die angebrüllt? Huch. Nee. Na dann ziehen wir uns zurück. Na, wann verlieren wir die Akku? Jetzt. Seid ihr gut oder böse? Anscheinend gut. Schönen Tag noch. Ja, wünsche ich euch auch. Da hat's so gesummt. Waren die Dalish hier nicht irgendwo? Noch ein Stück weiter. Ach, da hinten. Bitte, falls ihr meinen Bruder dort draußen seht, sagt ihm, er soll ins Lager zurückkehren. Hey, können wir das nicht abgeben? Ich bin verwirrt. Achso, hat wohl nichts damit zu tun. Ich dachte, es wäre Valorin gewesen, aber war es nicht. Okay, dann gehen wir einfach weiter. Ja, wir haben irgendeinen Talisman gefunden. Sichere Reise. Ach, einfach nicht verwirren lassen, einfach weitermachen. So, wir gehen gleich dort wieder hoch. Das ist meine beliebte Stelle, hier den Fluss zu überqueren. Hier liegt Blutstein rum. Den sammeln wir mal ein. Müsste, glaube ich, Stufe 2 Material sein. Oder Stufe 3? Nee, ich glaube Stufe 2. Mal, da drüben sind voll die Tannen und hier halt gar nicht. Auch, ich finde solche Bilder von der Natur richtig cool, wenn das so ein bisschen gegensätzlich ist. So. Das ist alles Embryum? Nee, Viridium. Okay. Lassen wir mal kurz. Das Sein. So, ist in dem Lager jemand? Nicht so aus. Flechtrebe sammle ich nochmal ein. Hier summt es schon wieder.
ist auch ein Schleierfeuer, mein lieber Dorian. War die hier in? Ich hab sie gehört. Links auf dem Ohr. Innen drin ist sie anscheinend nicht. Wie denn hier? Da ist gleich was zum Nehmen. Ich hab dich gehört. Da ist sie. Untersuchen. Also, Untersuchung der Elfenglyphen Einsatz verfügbar. Die offenbarten Symbole zeigen zwei Raben. Einer hat in seinen Krallen ein Herz, der andere ein Spiegel. Sieht aus wie alle anderen. Mal sehen, was die Forscher auf der Himmelsfeste dazu sagen. Ja, das werden wir ja hoffentlich bald erfahren. Ein Brief. Süße Dora Bell. Seit meinem letzten Brief hat sich die Lage verschlechtert. Dieser Wahnsinn findet kein Ende. Seltsame Lichter in den Ebenen, in der Mitte auseinandergerissene Soldaten. Einige der Männer glauben, dass auf dem Land ein Elfenfluch liegt. Aber ich werde verschwinden und das alles aus meinem Gedächtnis löschen. Wenn Selene ihren Thron behalten will, soll sie die Waffe gegen ihren Vetter, die Dämonen und was weiß ich noch alles erheben. Ich würde gerne nach Hause kommen, Liebling, aber ich muss dich enttäuschen. Mein Kampf für die Kaiserin ist zwar beendet, aber nicht der für Olli. In den Smaragdgräbern sammelt sich eine Rebellengruppe. Sie sind Leute wie ich, die es satt haben und Veränderung wollen. Ich habe einige kennengelernt und ich glaube, das ist das Richtige. Sie planen etwas Großes, die Eroberung der Dales, um die alte Politik auszulöschen. Ich bin voller Hoffnung und du wärst es auch. Warte auf mich, Benji. Ah, das ist so ein kleiner Hinweis. Wieso die Stimmung in den Smaragdgräbern ist. Wir gucken hier jetzt nochmal, ob wir was Cooles finden. Nur Embryum und Flechtrebe und ein paar Dämonen und Leichname. Ja, komm. Die stehen alle gerade so schön zusammen. Leichnamherz. Und Ringsamt. Und Flechtrebe. So. Dann gehen wir doch einfach einen Schritt weiter und nehmen jetzt den Riss mit. Wir erkunden dann halt so ein bisschen Querfeld ein. Als wir die Ebenen angefangen haben, waren wir ja gleich bei der ersten. Ebenen. Sie erhielten diesen Namen zu Ehren des glorreichen Sieges, den Orlé über die Elfen errang. Da sehen wir den Riss. Diese Gruben. Und die Gruben macht man gefühlt irgendwie immer als erstes. Jetzt machen wir sie nicht als erstes. Wir haben hier einen Schatz gefunden. Verbessertes Amulett des Einklangs. Ich glaube, den Hinweis hat man in einem Brief gefunden. Jetzt haben wir aber erstmal hier den Riss. Okay, Leichname, Schrecken. So, mein lieber Dorian. Haben wir hier irgendwas, was wir zusammenbannen können? Sieht nicht so aus. Nehmen wir mal den. Da hinten sehen wir es, ein Wiedergänger. Ja, sollte ich eigentlich mich beeilen. Aber ich will erstmal den Schrecken hier weg haben. Oh, falsche Taste. Ich möchte einmal das einsetzen. Aua! Jetzt alles? Ja. Ja, war ein bisschen heftiger der Riss. Wiedergänger können so böse sein, ne? Königsmuschelseide, Wiedergängerhelm und ein Wiedergängerherz. Ja,
Wiedergänger, ich erinnere mich an die in Origins, wenn man im, wie heißt der Wald denn nochmal? Da, wo die Dälisch auch rumhausen. Ich habe den Namen vergessen. Fällt mir bestimmt irgendwann ein. Auf jeden Fall, wenn man den Wald betritt, da gibt es ja auch eine Quest, wo man, glaube ich, 4 Wiedergänger bekämpfen muss. 3 oder 4 auf jeden Fall. Lager der roten Jenny. Guter Fund, ist sicher einiges wert. Ist da auch was drin? War da nur Gold drin? Ich habe es gerade nicht gesehen oder nicht drauf geachtet. Warum fällt mir der Wald denn nicht ein? So, hier ist die nächste Grube. Um die können wir uns doch mal kümmern. Ach, da soll in der Nähe ist wohl auch Valorin. Okay. Aber wir suchen erstmal nach Valorin. Aber da kommen wir nicht durch. Also machen wir erstmal die Siegeshöhe. Wölfe, kommt her. Mir fallen gerade alle möglichen Wälder ein, die es in Fantasy-Universen gibt. Also Valenwald aus dem Elder Scrolls-Universum, der Düsterwald aus Herr der Ringe, Brazilianwald, so heißt der. Jetzt habe ich's. Ich glaube, wir machen erstmal die Grube, bevor wir hier weitermachen, weil sonst haben wir, also bevor wir looten, sonst haben wir hier immer nachspawnende Gegnermassen. Wo kommen wir denn da hin? Oder wie kommen wir denn da hin? Ich muss jetzt mal ein bisschen suchen gehen. Ich will ja schließlich den Schrecken da wegmachen. Lass mich in Ruhe. Bestimmt bin ich jetzt natürlich den längsten Weg gegangen. Da gehen wir später rein. Irgendwo muss man hier doch hochkommen. So, ach da. Ja, ich bin genau einmal falsch rumgelaufen. Ist ja klar. So, da ist der gute Herr. Ist er tot? Oh, Gott sei Dank. So. Mach bloß schnell das Feuer an. Verbrennen! So, eine haben wir. Wird es hier bestimmt noch eine zweite geben? So. Einer weniger. Das sieht schon wieder aus wie Wölfe, die irgendwo rumlaufen. Nee, hier sind noch 2, ne? Hallo? So, habt ihr jetzt alle? Okay. Dann werde ich jetzt einen Schnitt machen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann werden wir hier weiter die Siegeshöhe erkunden. Versuchen, die zweite Grube zu finden. Wenn es hier noch eine zweite gibt. Und dann mal in Ruhe looten. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.